Hallo, Namaste. Ich möchte dir mit diesem Video eine kleine Unterstützung für deine Homeoffice Büropraxis geben. Und das Video kannst du immer dann mitmachen, wenn du das Gefühl hast, du musst dich mal durchbewegen, weil vielleicht der Rücken klemmt oder der Nacken oder der Schulterbereich schmerzt und einfach so den Wunsch hast, da diese Verspannungen oder diese festen Strukturen zu lösen. An sich kannst du alles mitmachen, worauf du Lust hast. Ich werde das Video immer in einzelne Abschnitte untergliedern, sodass du dir, auch wenn du mal wenig Zeit hast oder mal einen kurzen Input magst, einfach dir das Kapitel raussuchen kannst, was für dich im Moment passt. Oder natürlich, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, kannst du das gesamte Video mitmachen. Ich werde das auch in zwei Abschnitte untergliedern. Einmal im Stehen die Übungen mit an die Hand geben und einmal im Sitzen. Das kannst du also direkt alles am Schreibtisch machen und mit deinem Bürostuhl, auf dem du sitzt. Ja, an sich sitzen wir den ganzen Tag, besonders wenn wir im Homeoffice sind, dann fallen ja bestimmte Wege weg, die wir sonst gehen würden, bringen mehr Zeit im Sitzen und das ist an sich erstmal nichts Problematisches für den Körper. Das kann er, ja, wir können in bestimmten Haltungen sein. Es wird dann nur schwierig, wenn wir über längere Zeit in einer bestimmten Haltung sind, in der ausgleichende Bewegungen fehlt. Und das haben wir beispielsweise im Sitz. Lange Zeit sehr bewegungsarm und sehr einseitig. Die Arme kommen nach vorn, das zieht die Schultergelenke nach vorn, das verspannt den Bereich zwischen den Schulterblättern, da ist immer so ein Dehnungsschmerz, der dann meist auftritt. Der Rücken wird rund, wir sinken zusammen, das komprimiert die Wirbelsäule und da fehlt ein Ausgleich, Streckbewegung des Rückens. Und der Kopf schiebt häufig nach vorn, das ist die sogenannte Kopfvorhalte. Und das ist die Hauptursache für einen verspannten Nackenbereich. Denn jetzt muss die Nackenmuskulatur anspannen, damit der Kopf nicht nach vorn runterklappt. Ja? Und all das sorgt dafür, dass wir die berühmten Baustellen haben. Also klemmenden Nacken, schmerzende Schultern, verspannten Rückenbereich. Und dieses Video soll dir einfach ein paar Dinge an die Hand geben, um all diese Strukturen wieder zu beleben und zu erfrischen. Und wir wollen damit auch Anspannung oder verspannte Bereiche wieder lockern. Ja, lass uns beginnen im Stehen. Stehen ist schon mal ein schöner Ausgleich zum Sitzen. Wir sind aufgerichtet und machen jetzt ein kleines Programm von den Füßen hoch zum Rückenbereich und beginnen bei den Füßen. Und ich bitte dich einmal, ja, die Füße zu sehen. Also, ja. Wie stehen sie jetzt? Wie sind die Beine zueinander? Bin die Füße so, dass die Beine parallel verlaufen zueinander? Dann hast du so einen sogenannten Hüftgelenkbreitenstand. Und jetzt heb einfach mal die Zehen bitte nach oben. Und dann merkst du, ein Teil der Muskulatur ist angespannt. Also der Bereich der Schienbeinmuskulatur wird ein bisschen fester. Und jetzt krall die Zehen bitte unter die Füße. Und mach das ein paar Mal. Beobachte die Bewegung, also spür sie. Und dann lass die Zehen gehoben. Spür jetzt, wo du die Unterlage berührst, ganz egal, ob du Schuhe anhast oder nicht. Spür, wo die Fußsohle etwas berührt. Dann gewichte die Fersen, die langen Außenseiten der Füße und den Großzehenballenbereich. Und drück diese drei Flächen mit ein bisschen mehr Gewicht nach unten. Dann spreizt die Zehen. Wenn du Schuhe anhast, merkst du die kleinen Zehen, die spreizen nach außen, großen Zehen drücken nach innen. Und dann senkt die Zehen weich wieder zurück. Gut. Und wir gehen weiter in die Fußgelenke, die Sprunggelenke und bewegen sie. Dazu kannst du gerne eine Lehne nutzen vom Stuhl, dich hier falten. Und jetzt komm bitte auf die Zehenballen nach vorn hoch. Jetzt merkst du, sind die Beinmuskeln aktiv, der Körper sucht das Gleichgewicht und die Balance. Und besonders die Waden sind jetzt sehr aktiv. Und gespannte, also feste Wadenmuskeln wirken komprimierend auf die Blutgefäße. Das ist wie eine Kompression. Und die Blutgefäße werden zusammengedrückt und das unterstützt eine Art Venenpumpe durch den Körper. Also Muskeln sind angespannt, drücken auf die Blutgefäße und dann unterstützt das das Blutkreislaufsystem. Da ein bisschen höher kommen. Und dann komm langsam zurück. Versuch die Fersen ganz langsam abzusetzen. Und dann hebt die Vorderfüße hoch.
stehen nur auf den Fersen. Und das machen wir jetzt dynamisch, wieder nach vorn hochrollen auf die Zehenspitzen und zurück auf die Fersen. Einfach ein paar Mal hoch und runter. Wenn du ein bisschen mehr die tiefe Muskulatur der Beine trainieren möchtest und Balance trainieren möchtest, kannst du auch die Lehne natürlich loslassen. So, spür auch die Muskulatur. Wo ist was angespannt? Wo ist was fest? Wo passiert was? Mach das nochmal. Komm nochmal ganz nach oben. Halte hier an. Atme tief durch. Und senk die Fersen langsam wieder zurück zur Erde. Und dann schüttel die Beine bitte ganz locker aus. So, geh ein bisschen weiter in die Beinmuskulatur. Und da bitte ich dich, wieder die Stuhllehne zu nutzen und mit einem Bein einfach einen Schritt nach hinten zu machen. Wir gehen in den Reiter. Und hintere Ferse ist aufgestellt, hinteres Bein streckt sich, schiebt den Oberschenkel hoch und beugt dein vorderes Knie. Gut, dann bitte einmal sortieren, sodass dein Becken jetzt schwer nach unten sinken kann. Becken sinkt nach unten und der linke Oberschenkel dehnt. Das ist eine Dehnungsspannung im Hüftbeugerbereich Richtung Oberschenkel. Diese Dehnung brauchen wir, da wir, wenn wir sitzen, das Bein ja eher herangezogen ist und dieser Bereich eher verkürzt. Und den dehnen wir jetzt mal auf. Ausatmen kannst du dein Becken tiefer senken lassen. Und jetzt spiel ein bisschen mit dieser Dehnung, also ruhig mal ein bisschen hineinfedern. Und dann komm wieder zurück, ein Schrittwechsel. Lass dein Becken wieder tief nach unten sinken. Schieb die hintere Ferse weg und probier den Oberschenkel hochzudrücken. Das Bein wird lang, vorderes Knie beugt sich, Becken sinkt tiefer. Nutz die Ausatmung, um in diese Dehnung einzutauchen. Und jetzt beweg dich dort ganz sanft, ganz spielerisch, ein bisschen federn. Ja, dann komm bitte wieder zurück, wieder in den Stand, such dir ein Standbein aus, integriere das nach unten in den Boden, greif mit der anderen Hand den Fuß hinter deinem Gesäß, dehn noch ein wenig die Oberschenkelmuskulatur auf, die Hand, die den Fuß hält, an dessen Schulter gleitest du zurück, drück dann den Fuß sanft in die Hand nach hinten, schieb den Fuß ein wenig vom Gesäß weg. Damit jetzt der untere Rücken nicht sehr schnell fest wird, bitte ich dich von vorn die Bauchdecke zu aktivieren, den Bauchnabel etwas einzusaugen, den Beckenboden zu schließen. Dann richte dich auf nach oben und atme in die Dehnung. Im Yoga ist das der Tänzer. Auch hier kannst du die Stuhllehne nutzen oder sie loslassen. Oder vielleicht sogar mit beiden Händen den Fuß greifen und nach hinten schieben. Und dann komm zurück. Seitwechsel, anderes Standbein, Hand greift den Fuß, drückt den Standfuß in den Boden und dann zieh langsam den angewinkelten Fuß vom Gesäß weg nach hinten. Da schiebt der Oberschenkel zurück. Dann steht die Dehnung im Oberschenkel. Halt jetzt etwas mit der Bauchmuskulatur stabilisierend dagegen. Bauchnabel einsaugen. Beckenboden etwas schließen. Den Oberkörper aufrichten. In die Dehnung atmen. Auch wenn du mehr Balance magst, dann lass die Hand los von der Lehne
Und wenn es noch mehr werden darf und es für den unteren Rücken sich gut anfühlt, dann greife mit beiden Händen zum Fuß und drück den noch einmal kräftig nach hinten weg. Atmen, nach oben wachsen und auflösen bitte. Gut, die Beine ganz locker ausschütteln. Gehen wir in eine Dehnung jetzt der Beinrückseite. Die Hände bitte an die Stuhllehne, lauf ein paar Schritte zurück. Beug deine Knie an und dann schieb dein Becken nach hinten. Richtig lang und weit. Der Rücken wird lang, wenn du die Knie beugst, deine Hüftgelenke weit in den Raum nach hinten schiebst und dann mit dem Brustkorb zwischen den Schultern nach unten eintauchst. Entspann dich in der Ausatmung in diese Weite und Länge. Und wenn es gut geht im Laufe der Zeit, dann beginnen die Beine etwas mehr zu strecken und die Oberschenkel nach hinten zu schieben. Auch hier bitte mit der Dehnung spielen. Mal die Knie wieder beugen, Rücken lang nach hinten schieben, Becken wegschieben. Und dann die Beine wieder etwas mehr strecken. Und atmen. Einmal tief durchatmen. Und dann tauch nach oben wieder auf. Gut, jetzt brauchst du Platz um dich rum. Armlänge ungefähr, um ganz locker um die innere Achse zu schwingen. Und wenn du schwingst, können die Arme um dich herum fliegen. Lass die Schultern locker. Und stell dir vor, du schraubst dich nach oben mit jeder Umdrehung. Lass gerne auch die Hände nach hinten sanft anklopfen, wie eine Klopfmassage für das Gesäß oder den unteren Rücken. Schwingen wieder aus und komm zurück zum Stehen. Und auch hier zum Abschluss dieser Standsequenz kannst du dich für dich selbst gern einmal nochmal durchbewegen, so wie es dir gut ist. Und komm bitte zurück auf den Stuhl ins Sitzen. Ja, ein Programm im Sitzen. Wir gehen nochmal durch den Körper hindurch, beginnen bei den Beinen, dann Richtung Becken, dann Richtung Rücken, Schulter, Armbereich und Nackenbereich. Auch hier kannst du immer wieder aussuchen, was für dich gerade passt oder eben meinem Weg durch den Körper weiter mitfolgen. Wir beginnen bei den Füßen. Streck die Beine bitte nach vorn und streck die Füße nach vorn. Streck die Zehenspitzen nach vorn, dann dehnt sich der Fußrücken hier vorne auf. Jetzt zieh die Füße heran, zieh die Zehen Richtung Schienbeine, schieb die Fersen weg, an den die Rückseite. Und mach das ein paar Mal weiter. Und dann beginn mit den Füßen zu kreisen. Keine Sorge, wenn es da mal knackt oder knirschelt, das ist eher normal. Mach die Kreise groß und wechsel die Richtung. Dann komm wieder zurück, stell die Füße auf. Gut, schieb einen Fuß unter die Stuhllehne, sodass du noch einmal den Fußrücken dehnst. Den kannst du sanft nach unten drücken. Und dann wechsel. Ja, komm wieder zurück. Bitte dich einmal die Zehen zu heben. Die Beinmuskeln zu aktivieren. Stell dir vor, du ziehst die wie so einen Strumpf hoch Richtung Becken,
Kniescheibe wird ein Hochziehen, Oberschenkel sind aktiv. Halte die Spannung in den Beinen und entspann und leg die Zehen zurück. Nochmal, Zehen heben, gesamte Beinmuskeln anspannen. Zieh sie hoch, symbolisch von den Füßen Richtung Knie, Richtung Oberschenkel, Richtung Hüfte. Halten, alles anspannen, Gesäßmuskeln anspannen und loslassen. Und noch ein letztes Mal, Zehen heben, Unterschenkel anspannen, Oberschenkel anspannen, Gesäßmuskeln anspannen, die Kraft halten und loslassen und die Beine ausschütteln. Wir gehen über zum Beckenbereich, bewegen das Becken und damit auch den unteren Rücken. Und das hat das Ziel, dass der untere Rücken zwischendurch mal massiert wird, also komprimiert wird und gedrückt wird und gedehnt wird, langgezogen wird. Wir erreichen das über das Kippen des Beckens. Kipp dein Becken bitte nach vorn, so als würdest du eine Schale nach vorn kippen. Und dann kipp dein Becken nach hinten. Und mach das für dich. Und wenn du in den Körper spürst, spürst du, dass nicht nur das Becken sich bewegt, sondern auch der untere Rücken. Ja, das tut ihm jetzt gut nach diesem langen Sitzen. Becken kippt nach vorn, untere Rücken kommt in ein Hohlkreuz. Das kannst du auch spüren, wenn du da mal eine Hand nach hinten bringst, also ein Hohlkreuz. Ja, wenn du jetzt dein Becken nach hinten auskippst, schiebt der untere Rücken Richtung Stuhllehne nach hinten. Ja, und das immer wieder neu. Nach vorn kippen im Becken, komprimiert den unteren Rücken, gibt also seinen Druck auf die Bandscheiben und Becken nach hinten kippen, zieht den Rücken lang. Und das ist das, was ich vorhin sagte, Kompression und Dekompression. Das ist wie eine Massage für die Bandscheiben, eine schöne Bewegung für die Zwischenwirbelgelenke, also Facettengelenke. Und jetzt lass die Bewegung, die der Rücken macht, nach oben weiterlaufen. Becken kippt nach vorn, ein Hohlkreuz entsteht, das Brustbein hebt, Kopf kann ein bisschen zurücklehnen und Gegenbewegung. Becken nach hinten kippen, Rücken runden, roll dich ein, senk den Kopf und mach das weiter. Und noch einmal bitte. Und dann komm wieder an. Spür die Auflagefläche des Beckens auf der Sitzfläche. Lass das Becken schwer werden. Wir variieren diese Übung, haben eben eine Bewegung durch den Rücken laufen lassen, nach oben, und stabilisieren jetzt den Oberkörper. Das heißt also, der Brustkorb bewegt sich jetzt nicht mehr mit, der bleibt über dem Becken, da wo er jetzt ist, und nur das Becken kippt nach vorn und nach hinten. Und somit bewegt sich das Becken, bewegt sich auch der untere Rücken, die Lendenwirbelsäule. Und der obere Rücken mit der Brustwirbelsäule bleibt statisch. Das ist gar nicht so einfach, denn jetzt muss der Muskelbereich sehr dezidiert arbeiten. Also ein Teil der Muskulatur ist aktiv, um den oberen Rücken festzuhalten, und ein anderer Teil muss sich bewegen, damit das Becken kippen kann. Und das ist oft intensiver im Gefühl des unteren Rückens, als würde diese Massage noch intensiver durch den unteren Rücken fließen. Also bitte nochmal Becken nach vorne und nach hinten auskippen und dann wieder ankommen. Und natürlicherweise ist das ein ganz sanftes Hohlkreuz im unteren Rücken. Und das sorgt dafür, dass der obere Rückenbereich sich besser aufrichten kann, dass du eben nach oben wachsen kannst. Wir sind jetzt im Rückenbereich angekommen mit den Übungen, gehen in eine kleine Rückbeuge als Ausgleich für die Vorbeuge, die wir sonst eher machen im Sitzen. Und dafür bitte ich dich, an den vorderen Teil, vorderes Drittel deiner Sitzfläche zu rutschen, sodass du die Hände hinter dir auf die Sitzfläche aufstützen kannst. Und jetzt roll die Schultern zurück, heb dein Brustbein nach oben, kipp dein Becken nach vorn. Der Blick kann schräg nach oben folgen. Das ist eine Rückbeuge, einatmend, heb dein Brustbein nach oben. Ausatmen, entspann dich nach hinten in die Rückbeuge.
Nochmal tief einatmen, Brustbein weiten und heben. Ausatmen, komm wieder zurück, bitte. Und, ja, die Wirbelsäule kann verschiedene Bewegungen machen, mal vor- und rückbeugen, aber auch seitbeugen. Dafür den linken Arm bitte einatmend heben, ausatmen, neig dich nach rechts. Wenn du eine Stuhllehne hast, kannst du den Unterarm aufsetzen. Ansonsten nutzt die rechte Hand auf der Sitzfläche als Anker. Einatmend, linken Arm nach rechts schieben, ausatmend in die Seite neigen. Und jetzt wird die linke Seite lang, dann steht Weite und Dehnung. Und mit der Dehnung spielen wir ein bisschen. Wir machen jetzt multidimensionale Bewegungen, also nicht nur eine Seitbeuge, sondern auch eine Vor- und Rückbeuge. Kipp dein Becken nach vorn und hinten. Und dann spür, was das mit dem Körper macht. Was macht das mit der Dehnung? Was macht das mit den Muskelfasern? Wenn du mehr magst, dann beug dich weiter nach rechts. Wenn du weniger magst, dann komm wieder ein Stück zurück. Variier also auch diese Richtung. Jetzt noch eine Drehbewegung. Auch das kann die Wirbelsäule sehr gut. Ich bitte dich sanft nach rechts, dich einzuschrauben. Der Blick nach rechts runter. Und Becken kippt nach vorn und hinten. Spür auch hier, was macht das in der Dehnung der Fasern, der Muskulatur. Was geschieht, wenn du dich nach links aufschraubst? Der Blick vor dem Arm nach oben kommt. Becken bewegt sich immer noch. Sind immer noch in der Sattburge. Und dann komm wieder zurück. Einatmend, richte dich auf, zieh den linken Arm ganz hoch. Ausatmen, löse auf. Rechter Arm einatmen nach oben, weiten, strecken, ausatmen, nach links neigen. Linke Arm auf die Stuhllehne oder Hand auf die Stuhlfläche. Einatmend, rechten Arm strecken, ausatmend, nach links neigen. Und jetzt spiel mit der Bewegung. Kipp dein Becken vor und zurück. Was passiert da an der rechten Flanke? Was passiert in der Dehnung der Muskulatur? Und dann dreh dich nach links ein, der Blick nach links runter. Und dreh dich nach rechts auf, der Blick vor dem Arm hoch. Und das auch alles dynamisch. Noch einmal bitte in die Bewegung fließen. Mit dem nächsten Einatmen aufrichten, rechten Arm ganz weit hochstrecken, ausatmen, wieder zurückkommen. Und dann spür nach. Was ist das jetzt für ein Gefühl? Rückenbereich, Schulterbereich, auch in der Atmung. Wir gehen die Bewegungsreise weiter nach oben in den Schulterbereich und in die Arme. Kreis bitte mit den Schultern vorwärts. Ja, die ersten Bewegungen sind sicherlich etwas fester oder rumpelnder. Das braucht gar nicht so viel Muskulaturspannung, um die Schultern kreisen zu lassen. Also lass sie weicher werden, die Bewegung. Und damit auch größer. Und wechsel die Richtung, Kreis nach hinten. Auch hier möglichst weich und groß. Und wenn da jetzt was knirschelt, knackt und rumpelt, dann ist das normal und eher so ein innerer Wunsch oder ein Ausdruck des Körpers, dass du dich dort mehr bewegst. Kreis weiter mit den Schultern rückwärts und heb gleichzeitig die Arme nach vorn. Und dann spür, was sich verändert in der Bewegung und im Klang und den Geräuschen. Heb die Arme nach oben hoch und kreis immer noch rückwärts. Spür auch hier, was sich verändert. Sehr typisch rumpelt das jetzt unter den Schulterblättern. Das sind so kleine Knubbel, an denen die Muskulatur verspannt ist.
Und mit mehr Bewegung löst sich das peu à peu auf. Nochmal ganz groß nach hinten kreisen und dann komm bitte wieder zurück. Und kreist die Arme auswärts und einwärts. Und nimm dabei die Schultern mit. Wenn die Arme auswärts rotieren, gleiten die Schultern zurück. Wenn die Arme einwärts rotieren, gleiten die Schultern nach vorn. Und nochmal in die Auswärtsrotation. Schultern zurückziehen und auflösen. Von den Schultergelenken in die Handgelenke, die sind, wenn wir am Schreibtisch sitzen und beispielsweise am PC und an der Tastatur arbeiten, immer sehr aktiv, sehr gefordert. Die Finger bewegen sich die ganze Zeit sehr eintönig und angespannt und das spannt auch die Sehnen an, die die Finger bewegen. Die kommen, also jede Finger hat Bewegungssehnen, die bündeln sich an einer Engstelle am Handgelenk, dem sogenannten Karpaltunnel. Das ist wirklich ein Tunnel, durch den die Sehnen hindurchlaufen. Und wenn die Sehnen sich immer sehr fest bewegen, also sehr angespannt sind, weil wir die Finger sehr schnell bewegen müssen oft, und dann reizt das die Sehnen, die verdicken dann, entzünden sich und dann verdickt diese Engstelle und drückt auf die Sehnen und das ist dann das Karpaltunnelsyndrom. Und dem kann man ein bisschen vorbeugen, wenn du beispielsweise mal die Finger ganz locker bewegst und die Handgelenke jetzt weich kreist im Anschluss. Und kreist auch in die andere Richtung. Wechsel nochmal die Richtung, mach sanfte Fäuste dabei. Das verändert etwas die Bewegungsqualität. Und kreist nochmal anders herum mit weichen Fäusten. Und dann öffne die Fäuste, schüttel die Hände ganz sanft aus. Das ist eher so ein ganz lockeres Schütteln, ohne zu schlackern. Und dann zieh die Fingerspitze mit einer Hand nach unten und schieb den Handballen nach vorne in den Raum, streck den Arm, damit dieser Bereich des Karpaltunnels, durch den die Sehnen hindurchlaufen, ein bisschen geweitet und die Sehnen lang gedehnt. Und dann wieder auflösen. Nochmal bitte Handinnenfläche von dir wegschieben, Handballen wegschieben, Finger sanft nach unten ziehen, den Arm strecken. Und lösen. Andere Hand, Handfläche nach vorn schieben, Handballen nach vorn schieben, Arm strecken, Finger sanft nach unten ziehen. Und lösen. Nochmal Handfläche wegschieben, Finger nach unten ziehen, Arm strecken. Immer nur so, dass es für dich angenehm ist. Und lösen. Und letztes Mal. Atmen und lösen. Ganz locker bitte ausschütteln. Und jetzt mach eine Faust jeweils und dann drück die Hände fest zusammen. Ganz feste Faust. Drücken, drücken, drücken. Ein bisschen mehr drücken. Dann spürst du auch die Muskulatur in den Unterarmen, wie sie jetzt fest sind. Spreiz die Finger ganz weit, ganz schnell. Auffächern, spreizen. Nochmal Fäuste machen. Drücken, fester drücken, halten, atmen, Finger spreizen, ganz schnell. Öffnen. Und mal drücken, Faust drücken und jetzt so schnell es geht, Faust und öffnen, noch schneller. Das geht ganz easy am Anfang. Und schon wird es kompliziert. Ja, wird die Bewegung langsamer. Auf einmal fangen die Unterarme an, die werden warm. Dann steht so ein Brennen. Dann wird der Geist fragt sich jetzt, was soll das, was mache ich hier? Ignoriere das, atme, bewege, ein bisschen schneller, nochmal bewegen. Und wenn du merkst, das brennt jetzt sehr stark, dann ist es ein Zeichen, dass da ganz viele Strukturen miteinander verklebt sind. Also Sehnen mit Bindegewebe und den Muskeln drumherum, den Faszien, die die Muskeln umhüllen. Nochmal bitte öffnen, schließen und lockern, alles ausschütteln. Und dann bringen die Arme wieder zurück. Und das spürst du noch eine Weile jetzt, das kribbelt sehr intensiv, das brennt noch ein bisschen nach.
Und mit so ein bisschen Übung, wenn du das öfter machst, werden nicht nur die Finger lebendiger und beweglicher und entspannter in ihrer Beweglichkeit, auch diese gesamten Gewebe werden wieder gleitfähig gegeneinander und dann brennst du dann nicht mehr so sehr dort in den Armen. Gut. Nächster Schritt führt uns im Schulterbereich nach oben Richtung Nacken. Die Halswirbelsäule kann verschiedene Bewegungen machen. Vorbeuge, Rückbeuge, Seitbeuge und Drehbewegung. Fang mit einer Drehbewegung an. Wende den Kopf in eine Seite. Und dann in die andere. Und das immer abwechselnd. Und gerade das Maximum der Bewegung ist interessant. Also versuch so weit wie möglich den Kopf zu wenden. Ist nicht nur gut für die Gelenke, die brauchen maximale Bewegungsspielräume, um nicht ihre Beweglichkeit zu verlieren und eingeschränkt zu werden im Laufe der Zeit. Müssen sie endgradig bewegen. Aber auch gerade am Ende dieser Bewegungsräume entsteht oft so eine Dehnung im Nackenbereich. Oh, dann komm in der Mitte wieder an. Jetzt stell dir vor, der Kopf ruht auf einem Luftpolster. Also der Übergang zwischen Hinterhaupt und dem ersten Halswirbel, dem Atlas, das ist ein Luftpolster. Und da kann der Kopf sich so ganz locker bewegen auf diesem Polster. Und dann komm in der Mitte an. Und probierst einen Punkt zu finden, auf dem du, wenn du die Muskulatur des Nackens loslassen würdest, der Kopf nicht nach vorn klappen würde. Das heißt, lehn den Kopf etwas nach hinten an. Und dann gibt es einen Punkt, da beginnt der dann etwas nach hinten zu fallen, dann bist du wieder zu weit. Versuch auszutarieren, wo der Kopf thronen würde, wo er gehalten werden würde, wenn du keine Muskelspannung brauchst. Wenn du den dort positionierst, den Kopf und die Muskulatur entspannst, dann bleibt der Kopf oben, er schwebt und fällt nicht nach vorn, nach hinten, nach rechts oder links. Mit ein bisschen Übung findest du diese kleine Auflagefläche, auf der der Kopf wirklich ruht. Und das ist dann die beste Möglichkeit, langfristig den Nacken zu entspannen. Denn wenn wir, und das ist im Alltag fast immer, den Kopf vorschieben, dann muss die Nackenmuskulatur fest werden, um zu verhindern, dass der Kopf nach vorn runterklappt. Ja? Das heißt, wir haben eine Grundanspannung im Nackenbereich, spüren das nicht mal, weil es normal ist und weil es nicht eine sehr feste Anspannung ist, sondern eher eine geringe Anspannung, aber die ist dauerhaft da und die sorgt dafür, dass sehr oft der Nacken verspannt ist. Es liegt also nicht immer an den Schultern. Manche denken, ja, wir heben immer die Schultern und dadurch wird der Nacken fest. Das auch. Aber im Alltag ist es oft die langfristigste Ursache für einen verspannten Nacken, ist der sogenannte vorgeschobene Kopf. Und es dir gelingt, eine Fläche zu finden, auf der der Kopf austariert ist und die Nackenmuskulatur entspannt werden kann, dann ist das die langfristig beste Möglichkeit für einen entspannten, durchlässigen Nacken. Wir bewegen noch ein bisschen den Nacken. Linke Hand bitte nach hinten. Schieb den Handrücken in Richtung des rechten Schulterblatts. Dann drück die Hand sanft gegen den Rücken. Neige den Kopf nach rechts. Entspannt der linke Nackenbereich. Das sind die Dehnungen jetzt spürbar. Und wir suchen jetzt dehnende Fasern. Den Kopf ein bisschen mehr und ein bisschen weniger neigen. Mal ein bisschen vor und zurück schieben und drehen. Und wenn du das alles kombinierst, dann stell dir vor, das ist wie eine Suchbewegung und du suchst mit dieser Bewegung des Kopfes besonders feste Verspannungen im Nackenbereich. Und wenn du da was entdeckt hast, wenn du merkst, na, zieht es jetzt ganz ordentlich, dann bleib da ein paar Atemzüge. Und stell dir vor, als würdest du diese Verspannung,
dieses feste Gefühl rausziehen mit dieser Dehnung. Such dir gerne mal was Neues, eine neue Stelle, die sich meldet. Das können lange Fasern sein, vom Hinterhaupt durch den Nackenbereich zur linken Schulter oder vom Nackenbereich zum Schulterblatt oder zur Wirbelsäule. Können aber auch kurze Punkte, so kleine Flächen oder kleine Punkte sein, die sich auf einmal melden. Diese Punkte und Kleinflächen sind eher ein Zeichen der Faszien, also der Umhüllung der Muskulatur, die verspannt sind. Und lange Dehnungen, das ist eher die Muskulatur. Dann löst bitte wieder auf und beweg dich. Spür nach. Jetzt den rechten Arm nach hinten bringen. Den Handrücken Richtung linkes Schulterblatt führen. Mit der Hand etwas an den Rücken drücken. Kopf nach links neigen. Und jetzt auch hier, such bitte Bewegungen, ganz kreativ. Vor, zurück, rechts, links und drehen. Such dir verspannte Bereiche. Und wenn du das Gefühl hast, da ist was besonders fest, da bleib dort, das sind die interessantesten Bereiche. Bleib dort, atme. Stell dir vor, du ziehst diese Verspannung raus. Such mal eine neue Struktur. Dann löst bitte wieder auf und spür mit Bewegungen nach. Eine letzte Sequenz für den Schulterbereich und Nackenbereich. Bitte dich, die Arme auszubreiten, ganz locker nach hinten zu federn. Und das in ganz vielen Richtungen nach hinten. Ja, dann komm wieder zurück, spür nach, beweg dich nochmal durch. Und damit sind wir am Ende dieses kleinen Bewegungsprogramms durch den Körper hindurch. Ich möchte mit dir noch eine kleine Abschlussrunde machen, eine kleine Innenschau und bitte dich, die Augen zu schließen. Dann stell dir vor, du öffnest ein inneres Auge und das beobachtet jetzt einmal durch den Körper hindurch, wie sich alles anfühlt, wie es jetzt ist. Bring den Blick, diesen inneren Blick in die Füße. Wie fühlen die sich an? Wie berühren die mit den Fußsohlen etwas? Dann spür die Beine, Unterschenkel, die Knie, die Oberschenkel. Spür, wo die Oberschenkel die Sitzfläche berühren. Nimm dein Becken wahr mit der Auflagefläche auf der Sitzunterlage. Lass dein Becken nach unten sinken mit mehr Gewicht. Spür den unteren Rücken am minimalen Hohlkreuz, den oberen Rücken darüber, das Brustbein, das sich erhebt. Nimm den Schultergürtel wahr, lass die Schultern nochmal weich nach hinten fließen und leg sie ganz einfach auf den Brustkorb ab. Die können sich entspannt ablegen, denn die werden von unten vom Brustkorb gestützt. Spür die Arme, die Hände, die Finger, ganz entspannte, lange Finger. Dann wieder zurück in den Schulterbereich spüren, den Nacken wahrnehmen, die Position des Kopfes. Such nochmal für dich selbst diese kleine Auflagefläche des Kopfes, auf der er thront und nicht nach vorn oder nach hinten fällt, wenn du den Nacken entspannst.
Lass jetzt ein Gefühl einer Entspannung vom Hinterkopf in den Nacken strömen, Richtung Schultern fließen. Lass die Schultern nach außen weggleiten. Spür dein Gesicht, ruhig mal den Kiefer bewegen, kauen. Entspann den Kiefer, entspann die Zunge, die Lippen. Spür den Bereich der Augen, die Augen, die jetzt mal nichts im Äußeren suchen müssen und sich erholen können. Die Augenlider, die weich und sanft geschlossen sind. Entspann den Bereich um die Augen herum. Besonders zwischen den Augen. Entspann die Stirn, lass sie glatt werden. Und gönn dem Raum hinter der Stirn auch ein Gefühl von Weite und Entspannung. Auch den Gedanken. Dann beobachte die Atmung. Atme ruhig ein-, zweimal tief durch. Und dann lass die Atmung frei fließen. Beobachte, wie sie kommt und geht. Lenk die Ausatmung nach unten. Lass dein Becken ausatmend schwer werden. Und lenk die Einatmung nach oben, als würde sie den Brustkorb leicht machen und auffächern und heben. Ausatmung erdet dich nach unten, verankert dich im Moment, im Hier und Jetzt. Und die Einatmung schenkt dir eine innere Aufrichtung und Größe, ein Gefühl der Leichtigkeit. Sie schenkt dir ein Gefühl von Frische und neuer Energie. Noch einmal bitte tief durchatmen. Und dann öffne langsam wieder die Augen. Ja, das war mein kleines Bewegungsprogramm, das ich dir an die Hand geben möchte für deine Homeoffice-Praxis von zu Hause aus. Wie gesagt, am Anfang, das lange Sitzen ist per se kein Problem für den Körper. Es wird nur dann kompliziert und anstrengend, wenn wir sehr einseitig in längerer Zeit eine bestimmte Haltung einnehmen. Also ohne uns zu bewegen, sehr lange einseitig sitzen. Und dieses Bewegungsprogramm ist eine kleine Anregung und ein kleiner Impuls für dich, zwischendurch mal die ein oder andere Bewegung einzubauen. Du kannst dir, wie gesagt, immer das raussuchen, was für dich gerade passt. Wenn du merkst, Schultern sind verspannt und brauchen Bewegung, dann geh das Kapitel durch für die Schultern oder beweg dich einfach, wie es dir vom Körpergefühl passt und nutz diese Impulse als eine Art eines spielerischen Ankommens in der Bewegung und in dir selbst, in der Wahrnehmung des Körpers und schenk dir immer wieder auch einen Ausgleich. Und das bekommst du raus, wenn du nach innen spürst, wenn du merkst, wie geht's mir gerade, wo klemmt was, wo ist was fest und angespannt, wo entsteht ein Bewegungswunsch. Und der Körper weiß das immer sehr gut. Du brauchst nur ein bisschen Zeit, um diese inneren Stimme zu lauschen. Und die wünsche ich dir und wünsche dir, dass du gesund bleibst. Bis zum Wiedersehen. Vielen Dank. Namaste.